der Gesellschaft wie auch im Parlament werden in diesen Tagen zahlreiche Veränderungen an den Sozialgesetzbüchern, am Thema Arbeitslosenversicherung und vieles mehr diskutiert. In diesem Zusammenhang ist auch eine Debatte über die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens wieder auf die Tagesordnung gerückt. Ich bin bekanntlich Anhängerin einer solchen Idee, und zwar aus bürgerrechtlicher Sicht. In meiner Partei ist das noch nicht Mehrheitsmeinung, aber die Bundesarbeitsgemeinschaft Grundeinkommen der Linken strebt einen Mitgliederentscheid genau zu dieser Idee an. Ich möchte Sie heute bitten, mit mir dazu in die Debatte zu kommen. Was halten Sie davon? Ich möchte gern in den nächsten Tagen und Wochen mit Ihnen hier auf dieser Seite unter diesem Video dazu diskutieren. Und diese Diskussion werden wir dann in absehbarer Zeit zusammenfassen.